zusammen, das Lied gesungen von Ernst Busch, Amigo Home. Und da ist eine wesentliche Zeile drin, drei wesentliche Zeilen, die mir immer wieder zu denken geben. Noch sind hier die Waffen kalt, doch der Friede wird nicht alt, hält nicht jeder schützend über ihn die Hand. Und das sind die Dinge, mit denen wir uns heute wirklich ganz kritisch auseinandersetzen. Ist Deutschland noch ein friedliches Land, wenn unser Verteidigungsminister sagt, wir müssen kriegstüchtig werden. Ich bin ganz, ganz entsetzt darüber, über dieses Wort kriegstüchtig. Auf der einen Seite gehen Firmen massenweise in die Insolvenz, wenn ich hier denke am Kudamm oben, P&C, personalintensive Unternehmen, die Schuhunternehmen Salamander, Dörz und Reno sind in Insolvenz. Ein Reifenhersteller, Goodyear in Nordheim, ist in Insolvenz. Damit sind überall Arbeitsplätze verbunden, es sind überall, entsteht Arbeitslosigkeit und auf der anderen Seite sagt unser Bundeskanzler, wir müssen die Rüstungsindustrie ankurbeln. Kennen wir das nicht vor 100 Jahren, als die Arbeitslosigkeit in Deutschland war und in die Rüstungsindustrie rübergegangen ist? Hier sind die Arbeitslosen und dort sind die Arbeitsplätze. Und wir stehen hier auf dem Kudamm und Bernd hat es eben schon gesagt, was dürfen wir nicht vergessen? Berlin ist im Wesentlichen bombardiert worden von englischen Bombern. Die Gedächtniskirche wurde 1943 bombardiert von englischen Bombern. Wir haben dort schon mal eine Zwischenkundgebung abgehalten und ich habe die vorbeilaufenden Passanten gefragt, was ist denn das hier mit der Gedächtniskirche? Wer hat die denn bombardiert? Und es kam einhellig immer die Auffassung, die Russen haben das bombardiert. Nein, die Russen haben diese Stadt nie bombardiert. Und wenn ihr euch das überlegt, letztes Jahr im August, da hat der Grüne Wald gebrannt. Der Platz, wo die ganzen Bomben entschärft werden, da werden amerikanische Bomben entschärft. In Oranienburg sind amerikanische Bomben immer wieder entschärft. Die Stadt wird immer wieder blockiert. Durch Bombenfunde. Es sind keine Bomben von russischen Flugzeugen, von russischen Bombern. Es sind die amerikanischen Bomben, die dort entschärft werden. Wer hat Dresden in Schutt und Asche gelegt? Es sind die Engländer und Amerikaner gewesen. Wer hat Hamburg in Schutt und Asche gelegt? Es sind die Engländer und Amerikaner gewesen. Das sollte nicht vergessen werden. Das sollte nicht vergessen werden, wer diese Stadt hier bombardiert hat. Es wird ganz, ganz schnell vergessen. Und wenn man am Checkpoint Charlie ist, da gibt es inzwischen Souvenirgeschäfte, die haben nicht mehr alle Flaggen an ihren Souvenirgeschäften dran von den Alliierten, sondern nur noch die Flaggen der drei Westalliierten, die amerikanische, die englische und französische Flagge. Da fehlt die russische oder damals die sowjetische Flagge. Das ist auch eine Geschichtsvergessenheit. Und diejenigen, die vor die 1945 20 waren, die leben alle nicht mehr. Die Zeitzeugen leben alle nicht mehr. Und jetzt ist die Gelegenheit, dass Geschichte umgeschrieben wird, dass Geschichte verwässert wird, dass Geschichte, dass große Passagen weggelassen werden. Und jetzt geht es los nach diejenigen, die heute 100 werden. Wir haben hier keine 100-Jährigen unter uns. Wir haben hier nicht mal 80-Jährige unter uns, die vielleicht noch diese zerstörte Stadt gesehen haben. Aber ich habe viele, viele Jahre in Dresden gelebt und ich kenne immer noch diese Trümmerruine von der Frauenkirche, die jetzt wunderschön wieder aufgebaut worden ist. Aber das sind alles mahnende Denkmäler, die es jetzt auch nicht mehr gibt. Und die Generation, die jetzt dort flaniert und touristisch Dresden erschließt, die finden das alles wunderbar. Aber die haben genau das vergessen, was einmal gewesen ist. Und dafür fahren wir hier auch durch die Stadt, dass wir immer bei der Wahrheit hinsichtlich der Geschichte bleiben. Denn nur die Wahrheit wird uns weiterbringen und man muss die Vergangenheit verstehen, sonst kann man mit der Zukunft überhaupt keine Zukunft planen.